Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ach, das ist wieder so einer. Es ist wieder unser guter alter Schildtyp. Ja, wie mach ich das? So, dann das Ding. Eigentlich kann das nicht mehr umfallen. Nicht wirklich, zumindest. Das steht so fest eigentlich. Ja, passt. Dreht sich ein bisschen. Sehr gut. Haben wir wieder einmal ihn hier gerettet. 81 Mal gibt's ihn, ja. Das ist unfassbar einfach, dass man zu den Crocs noch diesen komischen Typen immer helfen muss. Aber okay. Haben wir das erledigt. Gut. Next one ist das gelbe Ding hier und danach geht's hier weiter nach oben. In die Richtung. Und das hier ist, glaube ich, noch so ein bring mich zu meinem Freund. Wenn ich das richtig gesehen habe. Lol, da ist jemand. Ach, das war dieser Maler, ne? Kanz oder so hieß der, ne? Ich hoffe, er kann's noch. So, wo ist hier mein Krog? Wo ist hier mein Krog? Wo ist hier mein Krog? Oh. Hier sollte ein Krog sein. Hier wahrscheinlich. Ja, das sieht doch schon prädestiniert. Ja, ey, blödes Mistvieh. Ja. Alter, war der mies. Nicht in den Himmel schauen. So. Next one ist hier oben. Ach so. Ich will nur mal sagen, das ist relativ simpel, was hier zu tun ist.
schnell wie möglich nämlich mit den Hebrabergen fertig werden. Ich hoffe mal, dass wir so 3, maximal 4 Folgen brauchen werden. Ich hoffe es. Alter, warum lenkt der so scheiße? Hä? Hä? Warum lenkt der denn manchmal so komisch? Hör auf, so komisch zu lenken. Das sieht irgendwie übrigens aus wie so eine Schildschlitterpiste, ne? War das nicht damals, dass man die Steine von hier oben in das Loch schießen musste? Das war doch so damals, ne? Bei Breath of the Wild. Ich will nicht zur grünen Markierung, ich will zur blauen. Okay. So, das ist irgendwo... Ah! Ich würde mal sagen, da. Und ich sehe auch schon die Steine, das ist sehr gut. Hallo? Gib mich da Steine. Der muss einfach nur in die Mitte gelegt werden, oder? Sehr schön. So, das Rot markieren. Ah, im Eis. Könnte sein, ne? Ja, wir haben ja genug Flammenwerfer. Deswegen machen wir das damit. Ach da, er war gar nicht im Eis. Dafür verwende ich nicht den guten Bogen. Okay. Ich dachte, er wäre im Eis drin. 400 Crocs. Heilige Scheiße. Rosa, das ist der jetzt, wo man... Bring mich zu meinem Freund. Gedöns machen muss. Die Frage ist nur wo. Ist schon so eine Krog-Dingsbums. Oh, ist das von der anderen Seite aus? Ja, okay. Holen wir erstmal den grünen hier. Sieht doch relativ simpel aus. Schätzen so. Oder so. Das war schon ein komplizierteres, muss ich sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass jüngere Spieler damit vielleicht ein Problem haben. Könnte ich mir gut vorstellen, weil das ist schon da, sich reinzudenken. Aber bei so schrägen Sachen muss man sich eigentlich nur eine Sache merken. Und zwar, schau auf die geraden Kanten. So. Na, du Mistvieh.
You're my friend. Als ob da runtergefallen, ne? Mistviecher, ey. Diese elenden Mistviecher. Ja, damit ist diese ganze Seite geklärt und wir können jetzt... Ich glaube, das war der Korb, den ich hier gemeint habe, ne? Gut, dann next ones. Ist natürlich ein sehr weitläufiges Gebiet hier. Aber spannend ist es jetzt nicht. Eigentlich ist es so, eigentlich, ich liebe Schneebiome. Aber da du ja so langsam wirst und du erst ein Item brauchst, um damit da durchzukommen und das Item erst, ja... Klar, wenn man mit Gerudo anfängt, hat man sofort die Schneeschuhe. Und die Sandschuhe wahrscheinlich auch. Bringt mir aber nichts, weil ich habe zuerst mit dem Wichtigsten angefangen. Und das ist Vamedo. Beziehungsweise Tulin. Damit man die Fähigkeit bekommt. Weil das schon ist schon die wichtigste Fähigkeit, muss ich sagen. Also... Tulins Wind ist schon wichtig. Die anderen Fähigkeiten sind halt nice to have, aber du brauchst sie nicht wirklich. Ich meine, ihr seht, ich kann nur mit Tulin unterwegs sein, das reicht. Achso, ich habe den noch nicht gelöscht. Ich sollte hier mal wieder mit meinen super süßen Stempeln arbeiten. So, den hole ich mir auch. Da die Höhle machen wir nicht. Hier oben drauf, einfach ein Stein. Sehr schön. Kann ich da landen? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Sehr schön. Aber steuern kann ich es nicht. Ja, dann weiter. Was waren denn nochmal die anderen Fähigkeiten? Klar, Junobo war dieses Bombending. Tulin war Wind. Ach, der Sidon. Das Wasserdingsbums, ja. Aber das Wasserschießen oder das Wasserschild, das ist halt... Naja, weiß ich jetzt nicht. Also ist halt schon relativ irrelevant. Na, zwei hat er durchgeschossen bekommen. Ich lade den mal schön weit auf. Ich lade ihn noch weiter auf.
Je mehr Energie der sammelt, desto stärker wird er, ja. Hat nur ein? Ich kann jetzt aber auch nicht wieder mit Bomben verschwenden hier. Das hat jetzt wieder gereicht. Naja, egal. Mist, wie Krog haben wir. So, die schönen Schneewölfchen. Lassen wir in Ruhe. Solange sie mich in Ruhe lassen. Ich habe ihre Herde ja eh schon ausgerottet damals, als wir den Wolf Rage hatten. Ah, das waren noch Zeiten. Das war ganz am Anfang, ey. Hui, hui, hui. Das ist lange her. So. Jetzt sag mir mal bitte, wo der Krog hier ist. Ach, der wird wahrscheinlich hier. Das ist doch prädestiniert. Aber hier, ein einziger Baum. Ich würde sagen, ach, es ist ein Steinkreis. Ja, das war auf jeden Fall das, was ich sagen wollte. Warm, Junge. Reicht er nicht? Dann bitte so. Ja, haha. 407. Okay, gelb kommt danach. So. Wir sollten Hebrauberge relativ fix durchbekommen eigentlich. Voll durch den Baum durchgeslidelt. Alter, dieser Krog macht schon, was er will. Boah, bitte nicht gegen den Ast. Okay, Brot ist das nächste. Und dann haben wir das Ding fertig. Ja. Von da aus fliegen wir dann hier rüber zu dem ganzen Gesibbels. Das werden dann relativ lange Strecken sein, auch bis hier runter wahrscheinlich sogar noch. Obwohl. Sollen wir das da schon mitmachen?
Wäre eigentlich okay, wenn das. Weil wir machen eh alles. Wir machen jetzt eh das ganze Hebra-Gedöns. Dann fliegen wir einfach hier so rum. Hier runter. Komplett noch weiter runter. Bis hier ganz unten. Holen uns hier alles. Fliegen hier so rum. Fliegen hier so rum. Nach da, 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 nach da. Sind quasi dann wieder hier. Von hier aus rüber und holen dann hier die ganzen. Zack, 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 zack. Einmal im Kreis, zack, 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 zack und alles fertig. Dann hätten wir quasi eine ganz gesamte Tour. Und das Ganze, so. Ja, let's go, ne? Ich meine, wir sind eh im Croc Run. Ob wir jetzt zuerst... Ne, eigentlich so, wie wir es jetzt geplant haben, ist es sogar noch besser, weil... Sonst müsste ich ja wieder nur einen langen Umweg fliegen. Okay, das wird ein Speedrennen. Ein sehr einfaches Speedrennen. Cool, ne? Next one. Hier gammelt noch ein Hinox rum. Den haben wir aber, glaube ich, schon besiegt. Tschüss. Mein Schwabbelbauch. Ich hätte mir den Bogen von dem holen können. Oh, ich muss hier hoch, glaube ich. Ah, ja. Das war knapp. Hat aber gereicht. So, dann einmal zu dem lila, rosa, whatever. Das ist ganz da unten, ne? Da lande ich mal schon ein bisschen tiefer hier. Aha, okay. Ein Schnelligkeitsding, ernsthaft? Ach, um darüber zu kommen. Verstehe. Ah, das geht nicht. Okay. Und das ist schon nicht ganz ungefährlich hier. Ich hoffe, unser Fahrzeug bleibt noch da. Hey! Ab, nach oben! Sehr gut. Es ist ernsthaft weg. Alter, Nintendo. Verdammt nochmal, ey. Ey, manchmal... Habe ich nicht irgendwann erwähnt, das Spiel sei gut durchdacht? In dem Punkt habe ich mich geirrt. Dieses scheiß Despawn von deinem Fahrzeug, Alter. Lass mich doch selber entscheiden, wann ich mein Fahrzeug nicht mehr brauche. Da ich relativ weit nach oben muss, habe ich einmal eine Tour gemacht. Damit kommen wir
kommen wir, denke ich mal, hoch genug. Ich muss sogar auf die Seite. Elch, du stehst da sehr gefährlich, würde ich sagen. Hi. Okay, einer würde ich mal schätzen, ist in diesem Eisding drin. Da sind aber nur Monster tatsächlich drin. Okay. Alter, der ist unten drunter irgendwo. Ach, der ist in der... Aha, in der Höhle drin. Gut. Die sind beide hier drin. Gut. Kann ich also aktuell machen. Beziehungsweise fliegen gleich dann da rein. Aber es ist auch asozial, diese Crocs, weil die spawnen erst, wenn du das Hebra-Fossil abgeschlossen hast. Und das ist schon relativ asozial, weil... Ja, woher willst du das denn wissen, bitte? Woher willst du das wissen? No chance, Alter. So, hier ist noch... Der Scheiße, so, hier... Oh, danke. Danke, Elch. Wie er da am Brennen ist und rumläuft. Ich nenne die Folge der brennende Elch. Komm. Ist ein bisschen makaber, aber hey. Das ist schon funny. So. Die Folge heißt jetzt der brennende Elch. Hat Minero den gerade gekillt? Naja. Da kann ich ihn auch nicht mehr retten. So, fliegen wir. Können wir noch in die Höhle reinfliegen? Ich meine, das war eine relativ große Höhle, wo man einfach reinfliegen konnte, ne? Ja. Boah. Aber ganz knapp gerettet hier. Hui. Es ist sehr asozial, dieses Ding hier. Weil die sind super einfach. Theoretisch. Das war der erste. Und jetzt ratet mal, wo der zweite ist. Ich meine, ihr könnt es euch schon denken, wahrscheinlich. Wer hätte es gedacht? Im zweiten Auge. Im zweiten Auge. Wenn ich das zweite Auge finden würde. Das ist nicht das zweite Auge. Ne? Hä? Hier steht: Repair the skeleton in Great Fossil Haber Cave. Shoot the balloon in the right eye. Repair the skeleton, shoot the balloon in the left eye. Also es gibt zwei laut. Also ich würde mal sagen. Also entweder wird er bei mir nicht angezeigt. Oder das ganze Ding ist buggy bis zum Geld nicht mehr.
weil ich habe den Ballon abgeschossen. Im... Ich würde mal sagen, das ist das linke Auge. Ne? Und da ist das... Ach, da drunter. Ah, wie assi. Okay, es gibt... Alter, okay, die sind beide richtig assi. Vor allem, weil die erst verzögert auftauchen. Erst nachdem du diese Quest gemacht hast. Das ist sowas von asozial. Fahrzeug. Fahrzeug. Sag mir nicht, dass das Fahrzeug schon wieder despawned ist. Ich war doch gar nicht so weit entfernt. Ich war doch nur da oben. Und kannst du mir doch nicht erzählen, dass das schon wieder despawned ist? Alter, fick dich nicht. Boah, ist das asozial nervig, ey. Alter, ey. Was ne beschissene Schissen. Ach Mann, ey. Jetzt habe ich ja schon wieder kein Fahrzeug. Da kann ich auch direkt mit dem Ding hier holen gehen. Totenkopf interessiert nicht mehr. Ach Mann. Ich muss ja schon wieder so ein Ding bauen. Weißt du was, dann machen wir jetzt die Höhle hier. Jetzt haben wir kein Fahrzeug, dann machen wir jetzt halt die Höhle. Ich meine, müssen eh gemacht werden. Und wir jetzt, ne? Wenn wir jetzt halt kein, zum zweiten Mal das Fahrzeug jetzt despawned haben, vor unserer Nase quasi, dann kann ich auch die Höhle machen. Diese kleinen, ne? Boah, ich hätte so jetzt gerne als Haustier. Das wäre echt das Geilste. Warum müssen immer diese Scheißchen sein? Aber ganz ehrlich, ich werde jetzt meine Rüstung auch wieder wechseln. Und zwar werde ich mir jetzt auch Food holen. Kälteschutz Stufe 1. Habe ich nicht Kälteschutz Stufe 2? Genau. Anderer Bogen, bitte. Mal, ob meine Waffentasche wirklich voll ist. Was hast du? Weitwurf, okay. Minero, gönn dir mal ein Update. Jetzt kann sie wenigstens richtig geil zuschlagen. Oh, da liegen Pfeile. Sehr gut. Oh, ganz viele Pfeile. Schon wieder irgendeine Scheißwaffe gesammelt. Nee.
Aber ganz viele Pfeile. Boah, das ist sehr gut. Okay, der zerbricht eh gleich, aber ich werde den hier nutzen für die Majoris. Oh. Ich würde mal sagen. Ja, ich höre das schon. In den Arsch. Boah. Schön. Oh, guck mal da, wie süß. Ja, guck mal hier. Voll süß, wenn man die so nah sieht. Cool. Alter, wie riesig es ist. Man könnte meinen, das ist gerade ein riesiges Majol, was gerade auf Link drauf fällt oder so. Wenn man es nicht wüsste, wie geil gerade das Majol mit dem Hintergrund von dem Leuchtstein ist. Dieses Signum, dieses, ja, Symbol, sage ich jetzt mal. Sieht voll geil aus. Hä? Cool. Schöne optische Täuschung. Ja, ja, fahr dich aus. Hallo. Es wäre nett, wenn du dich daran festhalten würdest. The fuck? Ach, das sind wieder die Viecher. Hi. Oh. Jetzt hieß der andere Höhlenausgang. So, zack. Erkundet. Und es gibt noch einen dritten Höhlenausgang anscheinend. Ach ne, das ist einfach nur wahr. Mineralien. Gut. Und dann ist das nämlich auch geklärt. Haben wir noch eine Höhle oder so? Wo wir jetzt schnell hin könnten? Sehe leider keine. Klar, hier gibt's noch die eine Höhle, die hier durchgeht, ne? Da gibt's noch zwei. Hier genau ist auch noch eine anscheinend. Da unten ist noch eine. Aber gut. Ja. Porte ich mich dann wieder dahin? Ich glaube, ich würde mich sogar hier hin porten. Dann können wir nämlich hier diesen. Den Schatz holen, ne? Können wir quasi da reingehen. Beziehungsweise ich hole den Krog hier zuerst. Und wir gehen da quasi rückwärts, weißt du? Rückwärts, dann machen wir die ganze Schlucht von oben. Das ist viel einfacher, als wenn man von unten nach oben geht. Dann geht man von oben nach unten. Das ist natürlich schöner. Wir holen uns die vier Krogs, die hier oben sind. Dann haben wir genau die hohe Plattform weg. Hier ist ja auch hohe Plattform. Kommt hier in der Höhle raus. Ich weiß nicht, vielleicht kommt man hier raus. Dann kann man nämlich hier oben weitermachen quasi alles. Geht runter, macht hier unten alles. Ja, ist doch perfekt. Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.
schreibe die Abmattung drauf. Warum? Habe ich die Aufnahme nicht beendet? Lol. Okay. Ja. Tschüss.